Zum Gelingen der Energiewende sind nicht nur Stromkonzerne und Politik gefragt. Das hat man auch im beschaulichen Oberpframmern realisiert. So setzt man sich hier aktiv für Klimaschutz und alternative regenerative Versorgungsmöglichkeiten ein. Treibende Kraft dabei der Arbeitskreis Energie Oberpframmern. Unseren Arbeitskreis gibt es jetzt mittlerweile schon 5,5 Jahre. Er wurde damals auf Initiative einer Gemeinderätin ins Leben gerufen und es trafen sich auch gleich eine größere Gruppe Aktive, die sich engagieren möchten, die sich gerade hier im Ort für Klimaschutzmaßnahmen, für verschiedenste Aktionen engagieren. Zu den vielfältigen Aktionen des Arbeitskreises zählt zum Beispiel eine enge Kooperation mit der Gemeinde bei der Realisierung von Photovoltaikanlagen oder LED-Beleuchtungen. Doch auch die Bürger sollen motiviert und inspiriert werden, ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Das eigene Haus bietet hier große Potenziale und der Arbeitskreis will genau dieses zeigen und bei Neu- oder Umbaumaßnahmen unterstützen. Oft ist man ja unsicher und man ist da gehört ein bisschen Überzeugungskraft dazu, dass man sowas angeht. Ja, und deshalb ist die Idee entstanden. Wir öffnen unsere Türen für die Energiewende. Es haben 9 Hauseigentümer mitgemacht. Und wir haben also ein großes Spektrum an verschiedensten Klimaschutzmaßnahmen zeigen können. Sollten die Hausbesitzer hier genügend Kriterien erfüllen, werden sie vom Arbeitskreis und der Gemeinde dann sogar mit der sogenannten grünen Hausnummer geehrt. Einer von vielen Schritten für die erfolgreiche Energiewende und der Arbeitskreis Energie Oberpframmern wird sicherlich auch in Zukunft viele weitere folgen lassen.